So, hallo, herzlich willkommen zum ersten Crimocast von crimogames.de. Ich bin wieder der Crimey5 und mit dabei an meiner Seite ist natürlich der Junk23, mein Redaktionssklave. Hallo Junk. Hi. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, warum ich dich Redaktionssklave nenne? Nein, bis jetzt noch nicht. Sklaven kann man nicht kündigen. Das ist gut. Außer sie Nein. sind zu günstig. Richtig. So, okay. Genau, unser erster Podcast sozusagen. Und unser Thema heute ist dieses wunderschöne Spiel namens Rage. Von ID Software und von Bethesda. Wie sind die Bethesda? Spricht man die so aus? Ich mein schon. Okay, von denen gepublished. So, genau. Was ist Rage überhaupt? Wollte ich nochmal erklären. Für alle, die es nicht wissen, Rage ist ein Ego-Shooter, der zum Teil aber auch ein Racer ist, also ein Rennspiel. Und an und für sich ist er ja nicht schlecht, ne? Mal Ja. ganz grob. So, ist natürlich die Frage, worum geht's da überhaupt? Spielen tut Rage im Ödland, nicht wahr? Richtig. Ja, doch. Das Ganze kommt so, dass ein Asteroid die Erde bedroht und die Welt hat sich, oder die Regierung der Welt hat sich ausgedacht, hey, buddeln wir doch ein paar Menschen ein, stellen sie in so einen Kryoschlaf und hoffen, dass die überleben und später die Erde neu bevölkern. Ich glaube, das kann man Und so. Und? Ja? bedenke, diese Menschen haben Nanobots eingepflanzt bekommen. Richtig, damit sie den Kälteschlaf überhaupt überleben können. Ja. Sind aber nicht alle Menschen bei diesem Asteroideneinsturz umgekommen. Ein Teil hat überlebt und die wurden dann halt zu ganz normalen, oder blieben ganz normale Menschen. Einige wurden zu Mutanten und ein Dann paar haben sich noch anderen. welche entschlossen, Banditen zu werden. Richtig. Und es gibt immer noch eine Regierung oder schon wieder. Je nachdem. Das ist so das ganze Grundkonzept, in dem man, dass man so reingeworfen wird. Ja. An und für sich mit Rage haben wir, ja, wurde mit sehr guter Grafik beworben, ne? Ja. Es stand ja überall, unsere Grafik ist umwerfend und wir beide haben es auf der PlayStation 3 gespielt und auch da hieß es ja, die Grafik wird fast so gut wie die für den PC und es braucht ja bloß 8 GB installiert werden. Hattest du noch 8 GB frei? Gerade frei gemacht. Ist auch besser gewesen. Ja, was hast du von der Grafik gehalten? Ja, an und für sich war sie ja schon ziemlich gut. Nur das Problem war ja, dass sie sich teilweise erstmal ein paar Sekunden lang aufbauen musste. Ja, das war bei mir ja auch nicht anders. Es war irgendwie schon enttäuschend, oder? Ja, vor allem, dass es wirklich teilweise Sekunden gedauert hat und man noch zugucken konnte, das fiel schon sehr stark auf. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn sie sich aufgebaut hatte, war sie echt gut anzusehen. Also, Ja, da kann man nicht mehr meckern. ja, genauso die einzelnen Charaktere oder Figuren waren eigentlich auch sehr gut designt, fand ich. Also, Ja, da wenn haben sie sich er. auch. Aber es ist halt. Die haben halt irgendwie so viel Werbung damit gemacht. Aber ich fand die Grafik schön, aber das mit dem Aufbauen ist halt wirklich echt stark genervt. Und dafür musstest du noch 8 GB Festplatte opfern. Richtig. Ja. Gut, wir fangen gleich mit dem Negativsten irgendwie an, oder? Naja. Ja, ansonsten, meine, gespielt hat sich das Ganze ja eigentlich, also zumindest auf der PlayStation, relativ gut, muss ich sagen. Das mit dem, ich weiß nicht, also ich fand das mit dem Waffenwechsel war zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja, ansonsten ganz normale Steuerung. Man konnte sich schnell Ja, dran gewöhnen. ich wollte gerade sagen, da hat man schon reingefunden. Ansonsten, ist dir noch irgendwas aufgefallen, wenn wir eh schon bei den Negativen sind? Ja, ich weiß nicht, die hätten ruhig ein bisschen mehr Witz reinpacken können. Das ganze Spiel hat mich sowieso an Borderlands erinnert. Und bei Ja. Borderlands war halt definitiv mehr Witz drin. Dagegen war Rage schon wieder ein bisschen ernst, obwohl da auch teilweise Gespräche waren, wo du dir den Kopf gefasst hast und gelacht hast. Ja, Aber gut. gut.
Das Problem, also bei mir war es jedenfalls so, das ganze Spiel Rage musste sich ja doch sehr stark mit Borderlands messen, weil die Voraussetzung irgendwie die gleiche ist. Du bist in einer öden, kargen Welt. Und bei mir war es gleichzeitig dadurch, dass ich ja das Let's Play von Resistance mache, musste es sich auch mit Resistance vergleichen lassen. Und also gut, von der Grafik her kann man sagen, Borderlands hatte einfach einen ganz anderen Grafikstil. Ja. Der war halt bunt und war halt auf dieses Comic-artige ausgelegt, aber und ich glaube auch da war irgendwo ab und zu, dass du der Grafik beim Nachladen so ein bisschen zugucken konntest. Richtig. Aber naja, es passte halt bei beiden sehr gut. Ja, aber bei Borderlands, wenn wir schon dabei sind, können wir zum nächsten kommen, was mir so durch den Kopf ging, die Waffen. Dann sind wir ja, okay, wir sind in einer offenen Welt. Wir spielen einen Shooter, wir haben halt so die typischen Waffen, Schrotflinte, Maschinengewehre, Pistole. Und bei Borderlands war es ja eher so, dass das Ganze ja immer zufällig gemacht wurde. Du hast halt eine Pistole gefunden mit gewissen Werten drauf, die sich ihr immer wieder unterschieden haben, ne? Ja, und das hattest du ja mal Rage gar nicht. Ja, genau, da hast du immer so Stück für Stück die nächste Waffe gekriegt, die war halt so und die konntest du aber noch aufbessern. Konntest ja in den Laden gehen und gegen Geld dann zum Beispiel irgendeinen Zusatz kaufen, dass das Maschinengewehr nicht so stark streut, oder durch eine Nebenquest hast du fürs Scharfschützengewehr einen Schnelllader bekommen. Aber Ja. also ich muss sagen, dass trotzdem, es klingt vielleicht fies, aber bei Borderlands hat mir das echt mehr gefallen. Du bist halt losgegangen, hast eine neue Waffe gefunden, hast geguckt, ist die besser, ist die schlechter, und es hat Spaß gemacht. Richtig, und da kannst du die Waffen auch ja, weitaus besser machen, beziehungsweise bessere finden. Und jetzt bei Rage, die Sachen, die du auftun konntest, ja, da waren ja nicht gerade viele. Ja, gut. Und muss ich sagen, ich habe Rage 8 Stunden oder so gespielt. Du hast es, glaube ich, durchgespielt, ne? Ja. Ja, okay. Ja. Ansonsten, ja, wenn wir bei Borderlands auch bleiben wollen. Also, ich habe ja auch gelesen, dass ID Software, die wollten ja eher den spaßigen Weg beibehalten. Sowohl bei den ganzen Waffen als auch bei den Rennspielanteilen mit den Autofahren. Ja. Okay, die Physik war ganz nett, wenn du irgendjemanden weggeschossen hast oder so, war noch okay. Du konntest sie halt zerstückeln, so ein bisschen. Oder irre ich Ja. mich da jetzt? Ja, ging dann, Nö. ne? Ja. Aber da muss ich sagen, selbst da hat mir Borderlands mehr gefallen. Na gut, ich hatte die österreichische Version, also die PEGI-Version, und da hatte für jede Waffenart gab es eine eigene Sterbesequenz. Tja, das habe ich leider nicht gesehen. Ja, ich kann es ja mal so ein bisschen erzählen, weil das ist ja halt bei Borderlands die Waffen mit Blitzschaden, da sind die halt in Stromschocks aufgegangen und wurden gebrutzelt. Und bei Feuerwaffen wurden sie verbrannt. Das war halt um deutlich spektakulärer. Ja, glaube ich dann. Ja. Der Rennspielanteil. Wie fandest du den? War einiges und ich fand, das hat auch richtig Spaß gemacht. Es war jetzt nicht nur von wegen Rennfahren und Erster werden, sondern verschiedene Modis, wo es entweder darum ging, Punkte sammeln oder Gegner abzuknallen. Also von daher fand ich, da haben sie das richtig gut gemacht. Ja, also den Rennspielteil fand ich auch wirklich gut, hat mir sehr gefallen. Aber ich fand ihn ein bisschen dann auf Dauer doch zu eintönig. Also zum einen bist du ja wirklich Rennen gefahren und hattest ein paar Waffen, siehe, was war es, Raketenwerfer, Maschinengewehr, ne? Ja. Und was noch, so ein paar Minen und ich weiß gar nicht, was noch alles. Ja, ein Schutzschild und einmal was zum Wagen reparieren. Ah, okay. Ja. Also ich muss sagen, also vom Fahrtyp her hat sich's gespielt wie Motorstorm. Bist halt durch die Gegend da gerast, bist über Hügel so ein bisschen hin und her gesprungen und also war schon lustig, ohne Frage. Aber wenn du in der richtigen Welt rumgefahren bist, kamen halt auch immer wieder die Banditen an und mit denen hast du dann doch irgendwie immer wieder das Gleiche gemacht. Einfach abgeknallt, ein bisschen hinter denen her oder denen ausgewichen, war. Ja, das war schon wieder sehr schnell, sehr eintönig. Ja, das
ging mir ähnlich. Was hatten wir noch Schönes? Ja, also ich muss sagen, die Ladezeiten sind mir auch extrem aufgefallen. Oh ja. Schon, na gut, okay, bei Resistance 3 sind sie auch nicht gerade wenig. Und haben wir mit Rage ein Open-World-Spiel, da muss er ein bisschen mehr laden, denke ich, aber also irgendwie war es trotzdem nervig, weil man hat immer im Hinterkopf, ich habe jetzt 8 GB dafür verballert, ich erwarte mehr. Ja. Ich habe vorhin auch nochmal nachgeguckt für Rage. Und das wurde ja mit, weiß ich nicht, wie vielen Awards ausgezeichnet und alle Seiten fanden es total klasse. Irgendwie. Also mich hat es wirklich, also ich fand es ein gutes Spiel. So ist nicht, ne? Du hast halt sehr viel, du hast ja auch irgendwelche Nebenquests halt. Und wenn du, was machst du da? Gar nichts. Schöne Störgeräusche ein bisschen drin. Okay. Ja. Ja, du hast ja auch so ein paar kleine Minispiele noch neben dem Ganzen, ne? Ja, die fand ich geil. Ja, ich muss sagen, ich glaube, von den 8 Stunden, die ich gespielt habe, habe ich wahrscheinlich allein 3 bis 4 Stunden nur damit verbracht. Ja, das kann ich, glaube ich, toppen. Willst du uns kurz was... Ja, ja, erzähl mal. Das erste Minispiel war ja dieses Brettspiel, wo du würfeln musstest und halt innerhalb von 3 Versuchen 4 Gegner abknallen musst. Und ich glaube, als ich das entdeckt habe, habe ich allein daran 2 Stunden gesessen, bevor ich dann mit dem Spiel an sich weitergemacht habe. Okay. Hat natürlich den Vorteil, ich habe verdammt viel Geld damit verdient. Ja. Dann war ja das andere das Kartenspiel. Wenn man sich während der Quest ein bisschen umgesehen hat, hat man ja auch noch Karten gefunden. Das ist auch cool gemacht, ein eigenes Kartenspiel für das Spiel an sich. Hat auch Spaß gemacht. Ja, ich fand's gut. Ich muss ehrlich sagen, ich hab da ziemlich verkackt. Aber ich hatte auch nicht viele Karten. Ja, am Anfang da hatte ich auch nicht wirklich eine Chance. Aber wenn man dann erstmal ein paar Karten gefunden hat und rausgekriegt hat, wie das strategisch am besten geht, war schon cool. Hat mich so ein kleines bisschen an Yu-Gi-Oh! Erinnert. Ja, mich aber auch sofort. Hast irgendwie mal rundenbasierend, du kannst einen ein paar Mal angreifen, also mit jeder Karte oder in Verteidigung stellen, ne? Genau. Und dann ist der andere wieder dran. Naja, aber war schon cool gemacht. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten dann Messerspielchen auf dem Tisch. Das, ja. Ich weiß nicht, wie oft ich es versucht habe. Ich habe das letzte Level davon nicht geschafft. Ich habe erstmal. Ich hab 3 Anläufe gebraucht, bis ich kapiert habe, wie es geht. Ja, gut, das hatte ich auch nicht sofort raus. Aber dann wurde es ja immer schwerer und schwerer. Und ganz am Ende. Ging mir das Ganze viel zu schnell und viel zu durcheinander, als dass ich da drin hätte ein System erkennen können. Hm. Muss man ja vielleicht da nochmal ganz kurz erklären, es ist halt so, dass du als dein Charakter die Hand auf den Tisch packt, das Messer nimmt und dann hast du um deine Finger eine, wie soll man sagen, eine durchsichtige weiße Linie und an einer Stelle ist das Weiß halt richtig komplett ausgefüllt und wenn das Messer in dem Bereich ist, musst du halt X drücken. Und dann wechselst du zum nächsten Bereich und so gehst du halt immer hin und her und das wird ganz immer schneller. Und wenn du es schaffst, gewinnst du ja sogar Geld dabei, ne? Genau. Ja, das ist halt so ein eher, wie soll man sagen, Reaktionsspiel. Ja, so kann man es nennen, oder? Ja. Hast du noch irgendwas gefunden? Ja, ein Minispiel gab es dann später noch. Da hat jemand auf einer Gitarre Noten gespielt und du musstest die immer nachspielen. Guitar Hero, ja? Ja, genau so, nach dem Motto. Das fing auch leicht an mit 3 Noten und dann kam halt immer 3 dazu. Und ja, war eigentlich ganz einfach, aber am Ende, weiß nicht, hast du eh nicht mehr mitbekommen, weil das ging ziemlich schnell. Ach so. Aber bis dahin konnte man noch Geld verdienen. Okay. Was mir bei den Quests gefallen hat, also welches war, und zwar musst du zwischendurch in so eine hübsche kleine Arena von dem örtlichen TV-Sender, Mutant Bash TV, und musste ich dann da durch die Arena kämpfen. Also das fand ich sehr lustig. Da hattest du auch 5 Bereiche, in jedem musstest du irgendwie was anderes noch machen und also das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Ja, die Waffen selbst zum Beispiel auch, um mal ein kurzes Thema dann zu wechseln.
Was hattest du denn da noch? Du hattest halt am Anfang die blöde Pistole irgendwie, dann hast du eine Schrot bekommen und ein MG und Scharfschützen. Und was ich ja lustig fand, war die Armbrust. Unter anderem. Du Ach, die kriegst habe ich halt. kaum benutzt. Ja, gut, benutzt habe ich es auch nicht, aber ich fand es lustig. Zwischen all den Riesenkalibern kriegst du eine Armbrust. Ja, danke. Ja, was Na aber gut. natürlich, was extrem geil irgendwie war und was ich sehr oft dann benutzt habe, waren die Wingsticks. Ja. Das sind ja so eine Boomerang-ähnlichen, ja, weiß ich nicht, wie soll man. Klingen. Wie bitte? Klingen. Klingen, ja, genau. Die wirfst du halt auf den Gegner oder in seine Richtung, die fliegen dann auf ihn zu, trennen ihm den Kopf ab und im besten Fall kommst du sogar zurück, dass du sie nochmal benutzen kannst. Ja, und die haben bei den Kleingegnern eigentlich schon fast immer ausgereicht. Auf jeden Fall. Ja, aber manchmal ist es dann so, wenn du mitten im Kampf bist, dann kommt einer um der Ecke, denkst gar nicht nach, du wirfst das Ding einfach, um dich wieder umdrehen zu können und die nächsten abzuknallen. Ja, die sind schon praktisch gewesen. Ja, vor allem später kannst du dir die ja selbst zusammenbasteln. Ja, und verbesserte noch. Ach, verbesserte sogar auch noch. Ja, Was haben die gemacht? Verbesserte können dann noch, also noch ein paar mehr Gegner treffen. Ich glaube, bis zu 3 oder 4 kann man dann auf einmal killen. Okay, Ist das ist dann natürlich natürlich ein. auch eine Frage, ob man das hinkriegt mit einem Wurf. Ja. Ja, allgemein, du hattest ja ein Crafting-System, also ein Herstellen von Gegenständen. Das hat dem ganzen, also dem ganzen Spiel echt gut getan. Wenn dir gerade mal wirklich die Verbände ausgehen, guckst du nach, ob du die nötigen Materialien hast, ne? Und baust dir Ja. einfach, bastelst dir einfach nochmal neue. Zum Beispiel. Was gab's noch? Also was ich nicht kapiert habe, ist, es gibt irgendwie so einen Adrenalin-Push oder so. Ich habe nicht verstanden, was der gemacht hat. Macht er dich für einen Moment stärker, schneller und widerstandsfähiger, aber ich muss sagen, ich habe das nicht einmal verwendet. Naja, ich habe es einmal gebaut und habe es benutzt und habe irgendwie keinen Unterschied gemerkt. Gut, so ist. Ja. Boah, es gibt ja, was gab's noch? Ah ja, eine Selbstschussanlage. Die fand ich auch gut. Die habe ich in der Arena benutzt. Hast du die mal gebaut? Ja, bei einer Quest, da musstest du irgendwie destilliertes Wasser abzapfen und musstest währenddessen warten, das verteidigen. Da habe ich die Dinger dann aufgestellt und noch eine diese Spinnenbotter dazu und brauchte eigentlich nur dastehen und zugucken. Ja, das ist natürlich dann echt praktisch, wenn du sowas alles basteln kannst. Was gab's denn noch eigentlich zu basteln? Ich weiß gar nicht noch. Ja, die verschiedenen Granatenarten. Ach so, ja, genau. Oder Munitionsarten, stimmt, gab's auch noch. Ja, stimmt. Big Daddy und Fat Mama, irgendwie sowas, ne? Genau. Ja, die beiden, die Kugeln für den Revolver oder was das war, ne? Ja, für alle Waffen ging es dann später. Ja. Ja gut, also wie gesagt, das haben sie. Also fand ich gut, dass sie sowas mit reingebracht haben. Das hat dem Spiel echt gut getan. Ja. Ja, was haben sie noch Hübsches gebaut? Ja, mit dem Racer, also mit dem Auto, das konntest du ja dann später sogar noch tunen. Sozusagen pimpen. Ja, wenn du ein paar Rennen gewonnen hast. Ja, genau, du musstest ja die Rennen fahren, um so eine Rennscheine zu bekommen. Und von den Rennscheinen konntest du dir dann die bessere Ausrüstung für dein Auto holen. Hattest dann bessere Reifen mit Stacheln dran. Oder bessere Panzerung. Oder bessere Panzerung, ja, und bessere Motor natürlich. Und auch dann die Waffe. Musstest ja den Raketenwerfer und das MG auch erst kaufen. Was mich da allerdings gestört hat, da hast du den ersten Wagen und ich habe da die ganzen Rennen gemacht, alle Rennscheine investiert, um den Wagen aufzumotzen und kurz danach heißt es, ich brauche einen neuen Wagen. Und den musste ich ja nochmal komplett neu tun. Ja, genau. Ich glaube, an der Stelle war ich jetzt auch und habe dann da gesagt, nö. Ja, und später kriegst du noch einen dritten Wagen, bei dem du den ganzen Spaß nochmal machen darfst. Ja, ist doch Kacke denn wieder. Das, also sowas nervt ja dann schon wieder so ein bisschen. Ja, vor allem ist die Abstände dazwischen so kurz und wenn du den einen gerade fertig hast, ist er kurz danach schon wieder dir denkst, Mist, hätte ich mal ein paar Scheine aufgehoben für den nächsten Mal. Ja. Aber was willst du machen? Ja. Geht ja nicht anders, muss ja dann.
Ja, aber sowas nervt natürlich extrem. Ich fand es auch ziemlich störend, dass ich da irgendwie, du läufst halt los, kriegst dein Auto, gehst dann zu dem Questgeber und der sagt dir, ja, schön, dass du ein Auto hast. Jetzt sieh mal zu, dass du erstmal hier ein paar Waffen rankommst für dein Auto. Das fand ich echt ätzend. Ja. Ja, und ansonsten. Ich überlege gerade, was gab's noch Hübsches? Fällt dir noch irgendwas ein? So, ich überlege. Und wir haben nicht da alle wie Dreck behandelt. Mir Alle gerade haben dich aufgefallen. wie Dreck behandelt? Ja, die haben ja alle sofort gesagt, hier, pass auf, mach mal das, tu mal dies, mach mal jenes. Du hast, ich glaube, ich habe während des Spiels ein oder zwei Charakter gefunden, die dann mal Danke gesagt haben. Oder gut gemacht. Also so ein bisschen Lob, Aufmunterung, aber die meisten haben halt einfach nur gesagt, mach mal und ach süß, bist ja endlich fertig, mach das nächste. Ja, jetzt wo du es erwähnst, aber es ist mir auch aufgefallen, du fängst halt an, na gut, ich erzähle jetzt nur den Anfang, das geht ja vielleicht noch. Du kommst halt aus dieser Kapsel raus, wirst erstmal überfallen, und dann ist so ein Typ, der ballert die Banditen weg und sagt, hier, steig ein. Du steigst du bei ihm ins Auto ein, fährst mit ihm 5 Minuten durch die Gegend, der erklärt dir, was überhaupt los ist, wo du bist und was du da tust. Erzählt dir noch, dass es eine Regierung gibt, die viel Geld für dich bezahlt. Und dann kommst du in der Stadt an, wo er halt wohnt, und er sagt so, ich hab dich jetzt gerettet, aber die Banditen wollen ja ins Leder, geh los und mach sie platt. Ja. Und so läuft das die ganze Zeit. Du kommst irgendwo hin, hey, du bist der Neue? Oh, du bist der Typ, der mit den Nanobots? Geh mal los und mach mal. Richtig. Und so Aber zieht, jetzt. also, das ging Ja. mir so auf den Kranz irgendwie. Ja, du hast halt die Flamme für alles. Ja, das stimmt. Aber es. Ja, also die Story selbst, also was ich bisher mitbekommen habe, die war jetzt nicht so umwerfend. Zum Beispiel die Regierung. Ich habe nicht besonders viel über die Regierung erfahren, außer dass irgendwie keiner kann sie leiden. Und sie bezahlen viel für Leute mit diesen Nanobots an sich. Ja, dazu wollte ich gerade was sagen, wo du mich daran erinnert hast. Die sagen ja, wie toll die Regierung dich findet und unbedingt haben will, aber während des Spiels, weiß nicht, hätte ich mir gewünscht, dass die Regierung ein paar Mal versucht, dich irgendwie zu schnappen oder so, aber das kommt nicht wirklich vor. So kurz vorm Ende, durchsucht sie mal die Stadt, aber auch wenn da, Roboter rumlaufen, die Leute scannen, die erkennen dich nicht. Also Aha. die Regierung sucht nicht wirklich nach dir, die scheint sich gar nicht so wirklich für dich zu interessieren. Okay. Erfährst du überhaupt irgendwas großartig über die Regierung? Ja, man erfährt, dass die ja im Prinzip die Stärksten sind, dadurch, dass sie halt mehr Technologie, bessere Waffen und mehr Geld haben und Na gut. dementsprechend die meisten sich halt nicht mit dir anlegen. Was erfährt man noch? Dass sie die Ja. Wasserpreise erhöhen, das habe ich mitgekriegt. Ja, ist jetzt nicht unbedingt so was Spannendes über die Regierung, aber die erfährst du nicht wirklich mehr. Das ist das Einzige, was ich so mitgekriegt habe zwischen Banditen killen und geh mal los und beschütz mal Leute vor Mutanten. Die Wasserpreise, die Regierung erhöht die Wasserpreise. Gut. Ja. Denke ich mir auch, ja, schön. Ja, Was waren noch? Ja, diese Nanobots. Genau, das war ja auch so eine kleine Sache. Also, die fand ich ein bisschen nützlich. Zum einen sind die natürlich die perfekte Erklärung, warum du, wie bei jedem aktuellen Shooter, wenn du dich in Deckung begibst, dich heilst, ne? Richtig. Das hast du ja in vielen Spielen, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Und bei Rage gibt es da wenigstens die Erklärung, du hast Nanobots in dir. Super. Und was ich natürlich auch cool fand, ist, wenn du stirbst, hast du erstmal durch die Nanobots die Möglichkeit, die wie ein Defibrillator zu benutzen. Das ist dann so ein kleines Minispiel. Und es belebt dich wieder und setzt alle Gegner im direkten Umkreis nochmal in einen kurzen Schock. Das war sehr hilfreich. Jo, aber das braucht dann auch erstmal irgendwie 20 Minuten, bevor es wieder aufgeladen ist. Ja, aber zum Glück konnte man das Ding später auch verbessern. Ja, gut, dann geht's ja. Bei mir war das so, an einer Stelle bin ich zweimal gestorben. Beim zweiten Mal dachte ich, hey, kannst du wieder die Nanobots benutzen, oder? Nö. Ja, du kannst den irgendwie zweimal verbessern. Das erste Mal wird er dann halt schneller, dass dann also die Ladezeit schneller vorbeigeht. Und beim zweiten Mal
baust du da irgend so ein Teil dazu ein und dann geht das noch schneller und dann kannst du irgendwie dich alle 2 Minuten wieder regenerieren. Ich habe das schon wieder ein bisschen Na. übertrieben. Ja, das stimmt. Ist aber, was mir auch aufgefallen ist, ist, wenn du stirbst, landest du an dem letzten Punkt, an dem du gespeichert hast. Oder am Ja. letzten Checkpoint. Und wenn du Pech hast, ist der letzte Checkpoint einfach mal verdammt lange her. Ja, das erinnert mich an ein tolles Beispiel. Bei der einen Quest reingegangen in das Level, bis zum Ende gekommen, am Ende krepiert, wo starte ich? Kurz bevor ich in das Level reingegangen bin. Toll. Super. Also aber Ja. man muss dazu sagen, das Spiel erwähnt ja während der Ladezeiten auch, dass man ruhig mal öfter speichern sollte. Ja, okay, aber ich meine, beim aktuellen Titel gehst du ja vielleicht davon aus, dass es wenigstens ein paar mehr Checkpoints gibt, ne? Ja. Oder irgendwie, dass es mal Autospeichern irgendwo drin hat, wie jedes andere Spiel auch. Ah. Gut, hat's ja. Alle 30 Minuten vielleicht. Ja, so in etwa. Gefühlt. Ja, also, wenn alles im Allen, ich weiß nicht, wenn dir jetzt noch irgendwas einfällt, ansonsten würde ich sagen, Ja. mach mal. Dir fällt noch was ein? Mir fällt noch was ein. Ist es scheiße, dass man am Ende nicht sozusagen eine zweite Runde spielen kann oder zurück in die Welt kann, um noch Nebenquests oder Minispiele zu machen, sondern wenn du erstmal im letzten Level drin bist, dann gibt es kein Zurück mehr, dann beendest du das Spiel und ja, kannst nur noch von vorne anfangen. Ohne alles, ohne nix. Okay, das ist ja ein bisschen nervig, ja. Ja, ich hatte mir gedacht, Mensch, gehst du rein, machst danach noch die letzten Nebenquests, aber nö, gibt's kein Zurück mehr. Okay, kriegst du vorher wenigstens irgendwie mit, dass du ab dem und dem Punkt nicht mehr zurück kannst? Ja, man kann es vermuten. Wenn der einem die Quest erklärt, dass du da jetzt sozusagen einen Großangriff startest. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass das jetzt auch die letzte Quest ist. Und geht ja nicht jeder Angriff sofort. Oder gehen ja viele schief. Also hätte auch sein können, dass du später nochmal rein kannst. Aber na gut. Dank dem Autospeicherpunkt, der dann in dem Level ist, hast du sowieso keinen Zurück mehr dann. Okay, das ist ja wirklich doof, denn vor allem wenn du irgendwie 100% bei dem Spiel erreichen willst, brauchst du ja die Nebenquests, ne? Ja, richtig. Ja, gut, das Einzige, was wir jetzt zum Beispiel noch nicht gemacht hatten, war jetzt mal das ganze Spiel im Koop auszuprobieren, da hätte es bestimmt ein bisschen mehr Spaß gemacht. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, Gut. das Ende haben sie kurz gehalten. Und man hat definitiv gemerkt, dass am Ende im Prinzip, ja, im Prinzip ist am Ende gar nichts passiert, sondern nur darauf angedeutet, dass es halt eine Fortsetzung geben wird. Ach so, also Cliffhanger. Ja. So nach dem Gut. Motto, den Endboss besiegt, Schluss, aus, fertig. Hätten sie ruhig mehr Tja. machen können. Ich wollte gerade sagen, naja, gut, dann bleibt es ja spannend, ob es nochmal einen zweiten Teil gibt, aber Ja, ich ich denke mal, glaube das nicht. wird wohl von den Kritiken und vor allem von den Verkaufszahlen abhängen. Ja, also ich meine, ich habe ja wie gesagt vorhin nachgeguckt nochmal. Und natürlich auf der Rage Homepage haben sie die ganzen guten Sachen aufgelistet mit irgendwie, ich weiß nicht, 20 verschiedene Spiele, Fachpressen, die dem ganzen Spiel sonst was bescheinigen, wie grandios das ist. Wir haben uns ja auch ein bisschen davon blenden lassen, ne? Ja. Und im Nachhinein, also ich zumindest für PlayStation 3 war doch etwas enttäuscht. Aber Ja. ich weiß nicht, um ein Fazit draus zu ziehen. Rage ist an und für sich ein guter Titel, aber kein sehr guter. Ja, also einmal sollte man das bestimmt spielen. Ja, aus der Videothek ausleihen. Ja. Naja, für einmal spielen brauchst du es dir eigentlich nicht kaufen. Naja, das lohnt sich nicht. Ja, also wie gesagt, also der Shooter-Teil ist in Ordnung. Ich hätte mehr erwartet. Die Grafik, gut, das mit dem Nachrendern, das nervt. Sonst ist okay. Und der Rennspielanteil, der ist wirklich, also der hat mir Spaß gemacht, der. Bisher, ich habe es aber natürlich halt, wie gesagt, nur 8 Stunden insgesamt irgendwie gespielt und ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann auch eintönig wird. Ja. Ja. Gut. Wollen wir es so als Fazit stehen lassen? Das Spiel ist gut, aber nicht sehr gut.
Ja. Alles klar. So, dann, was spielst du jetzt gerade? Noch Shadow of the Colossus. Sehr schön. Ach ja, genau. Ja, ich habe heute Resistance 15. Teil hochgeladen und ja, eine Stunde habe ich halt nochmal aufgenommen. Ich werde es die nächsten Tage hoffentlich auch noch schaffen, das hochzuladen und zu veröffentlichen. Ja, da haben ja alle Fans erstmal eine Menge zu gucken. Auf jeden Fall. So, was planst du als nächstes Spiel? Was kommt für dich Großes? Ja, erstmal habe ich gerade nicht so wirklich was in Aussicht, aber ich habe ja noch den Resident Evil 4 runtergeladen. Habe ich zwar schon durch, aber damit kann man sich ja auch noch ein bisschen beschäftigen. Das stimmt. Assassin's Creed Revelations, wirst du dir den holen? Ich vermute, ja. Aber hauptsächlich, weil meine Frau eher von dem Spiel begeistert ist. Ja, das dachte ich mir. Ich weiß es bei mir noch gar nicht. Ich denke mal, ich werde da wahrscheinlich mindestens noch einen Monat warten mit. Und dann gibt es das bestimmt auch günstig bei Amazon oder eBay. Wäre wohl der sinnvollste. Denke ich auch. Weil Brotherhood habe ich ja auch noch nicht durchgespielt, von daher, also, hat mich auch nicht so gefesselt, aber na gut. Jedem das sein. Ja. Ansonsten. Aber hey, 20. März, ne? Weiß Bescheid. Ja. Operation Raccoon City. Warte nur drauf, dass man die Super Special Deluxe Limited Edition vorbestellen kann. Ja, ich auch. Was meinst du, wenn wir da ein Let's Play machen? Ah, bitte. Okay, halten wir fest. Ist ja noch ein bisschen. Ja, leider. Okay. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir heute mal, wa? Ja. Es ist ja auch schon, gut. Wir haben es jetzt kurz vor 2:30 in der Nacht. Von daher, ich sag mal, wenn jetzt das ein oder andere ein bisschen kurz oder komisch rüberkam, möchte ich mich entschuldigen, es ist einfach spät. Ja, außerdem war es unser erstes. Genau, da kann man ja noch ein bisschen Fehler machen. Wir werden bestimmt besser. Ja. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich habe schon mindestens 3 weitere Podcasts im Kopf. Gut zu wissen. Ja, also kann ja mal ein bisschen spoilern. Ich dachte mir so, den nächsten, also den zweiten Crimocast, machen wir zu Resistance 3. Ich hoffe, ich bin dann mit dem Let's Play auch bald mal durch. Ja, du kannst ja nicht mehr mitspielen, du Arsch. Ja, naja. Ja, schäm dich. Ja, mach ich gerade. Ah, sehr gut. So, genau. Denn der dritte, dachte ich, machen wir nochmal so ein richtiges Fazit zu allem, was bisher über Resident Evil bekannt ist. Also Operation Raccoon City und Revelations und Mercenaries und der Film, wie heißt Retribution. er? Retribution, genau. Und Resident Evil 6, falls bis dahin vielleicht mehr bekannt ist. Hoffentlich. Ja, mal sehen. Und mit ein bisschen Glück werden wir uns dann noch den einen oder anderen Gast für einladen. Na, verrätst Ja. du schon Namen oder hältst du die noch geheim? Na, ich weiß nicht, ob sie denn kommen. Also lasse ich es mal, bevor jetzt große Erwartungen kommen. Ich sag mal so viel, die haben jetzt mittlerweile schon 20 Podcasts veröffentlicht auf einer sehr großen Seite. Also, von daher haben die auf jeden Fall mehr Erfahrung als wir. Ja. Egal. So, und der vierte war so mein Gedanke, machen wir zu Batman Arkham City. Also ich bin gern bei allen weiteren dabei. Gut, na, mit ein bisschen Glück kann ich ja schon mal sagen, also ich hoffe, wird Isador bis dahin wird es dann hoffentlich Newsposter sein und Let's Play veröffentlichen. Also zumindest hat er zu mir gesagt, dass er Interesse daran hätte. Ja. Ja, also ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass es auch bis dahin für PC draußen ist, dass er es spielen kann. Dann können wir so zu dritt uns hinsetzen und dann nochmal einen richtig schönen Podcast zu machen. Gern. Super. Dann verabschiede ich mich schon mal. Danke fürs Zuhören. Kommentare sind gern gesehen, Verbesserungsvorschläge, alles. Und Junk hat das letzte Wort. Good night, good fight. Okay, dann gibt's jetzt noch einen Song von Artificial 4 als Outro und bis dann, ciao. Ciao.